So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist MashState und heute zeige ich euch die Ace 21 CQB. Die Ace 21 ist ein Karabiner. Man kann die Waffe also theoretisch mit jeder Klasse spielen. Wirklich sinnvoll ist das allerdings meiner Meinung nach nicht, zum Beispiel als Sunny mit sowas rumzulaufen, weil die meisten anderen Sturmgewehre in vielen Punkten besser zu spielen sind. Andere Klassen wie der Pionier oder Aufklärer haben aber wirklich sehr viel von der Ace 21. Sehr schön bei der Waffe ist die hohe Schusskadenz von 770 Schuss pro Minute. Damit ist man auf jeden Fall, wenn man sie mit den anderen Karabinern vergleicht, sehr gut dabei. Außerdem ganz cool bei der Waffe ist, dass man 35 plus 1 Patronen dabei hat oder Kugeln, Schüsse, wie auch immer, was ihr dazu sagen möchtet. 36 Schuss sind auf jeden Fall mehr als bei den meisten anderen Waffen. Nicht sonderlich positiv, aber auch nicht negativ, sondern tatsächlich einfach nur normal, sind zum Beispiel die Statistiken der Time to Kill. 316 Millisekunden, das hört sich nicht viel an, ist aber ein bisschen mehr als bei ein paar anderen Waffen. Zum Beispiel die AEK ist auf jeden Fall schneller, um einfach mal so ein kleines Beispiel zu kriegen. 655 Millisekunden auf längeren Distanzen ist wirklich gar nicht gut. Es gibt deutlich bessere Waffen und selbst eine AEK, die ja eigentlich für kleinere Distanzen dominant ist, ist auf längeren Distanzen immer noch besser als unsere Ace 21. Was bei so einer Statistik, also der Time to Kill, aber immer beachtet werden muss, ist natürlich, dass man immer treffen muss. Und das ist mit der Ace 21 wesentlich einfacher als mit einer AEK. Das liegt zum Beispiel an dem recht geringen Rückstoß. Also der ist natürlich schon da und man würde auf jeden Fall merken, wenn man jetzt nicht danach korrigieren würde, sodass der Rückstoß eben nicht da ist, aber man kann ihn recht einfach korrigieren und das ist ja wohl das Wichtigste. Die Waffe zieht ein bisschen nach oben und ein bisschen nach rechts. Was man also machen muss, ist ganz einfach und zwar nach links unten zielen. Diese Bewegung ist mit der Maus wirklich ziemlich einfach, mit dem Controller aber, soweit ich das gehört habe, gar nicht so richtig möglich. Zumindest eben nicht so genau. Und das heißt, dass diese Waffe auf Konsole nicht ganz so toll sein wird. Das liegt jetzt nicht wirklich daran, dass die Waffe anders ist, sondern einfach, dass man halt mit dem Controller nicht ganz so schön gegen den heimtückischen Rechtsverzug der Waffe kämpfen kann. In puncto der Kugelstreuung ist das hier bei der Ace 21 auch gar nicht mal so schlecht. Die meisten Sturmgewehre haben zwar einen etwas geringeren minimalen Streuungswert, klassenbasiert ist das aber so ungefähr das Beste, was man bekommen kann. Aus der Hüfte ist die Ace 21 übrigens genauer als die meisten anderen Waffen, wie zum Beispiel Sturmgewehre. Mit allen anderen Karabinern verglichen ist die Waffe allerdings nicht sonderlich gut in diesem Punkt, sondern einfach nur der Durchschnitt. Nicht zu vergessen ist natürlich der Schaden, der beträgt bei der Ace 21 24% auf, naja, kürzeren Distanzen und 15,4% auf längeren Distanzen. Das ist mal so die grobe Ansage, das heißt man braucht 2 Headshots oder 7 Körpertreffer und das ist nur auf kürzeren Distanzen. Ihr könnt euch jetzt also ausrechnen, was man auf längeren braucht. Weil natürlich keine Waffe perfekt ist, ist natürlich auch die Ace 21 nicht perfekt und so gibt es auch ein paar negative Punkte, die man hier aufzählen sollte. Einer davon ist die Nachladezeit von 2,3 bis 3,4 Sekunden und das ist wirklich ein bisschen störend teilweise. Man sollte also auf jeden Fall darauf achten, dass man die Waffe niemals nachlädt, wenn alles aus dieser Waffe verschossen ist. Ich meine, man hat schon 36 Schuss, dann muss man sich das eben ein bisschen einteilen, sodass man noch ein, zwei übrig hat und dann schon nachlädt, denn ansonsten bekommt man über eine ganze Sekunde Strafzeit sozusagen, die man eben abwarten muss. Ein weiterer negativer Punkt ist die leider sehr geringe Kugelgeschwindigkeit von 480 Metern pro Sekunde. Das ist wie gesagt leider etwas gering und mit dem Schalldämpfer wird das dann noch viel schlimmer, denn dann wird das Ganze auf 300 Meter pro Sekunde abgesenkt und das ist auf längeren bzw. eigentlich mittleren bis längeren Distanzen nur sehr schlecht spielbar. Auch ohne den Schalldämpfer ist man mit nicht einmal 500 Metern pro Sekunde der Kugelgeschwindigkeit nicht unbedingt der Renner. Effektiv spielen kann man die Ace 21 CQB, also wie es auch schon im Namen steht, eigentlich im Close Quarters, dann dafür ist sie gemacht. Man sollte aber nicht unbedingt zu weit rangehen und dieses wirkliche Close Quarters Fest den Waffen wie zum Beispiel AEK, FAMAS oder Shotguns überlassen, denn von solchen Waffen werdet ihr im Zweifelsfall überrannt. Auf kleineren bis mittleren Distanzen fühlt sich die Waffe sehr, sehr wohl, kann man so sagen. Zumindest lässt sie sich dort sehr angenehm spielen. Auf längeren Distanzen ist sie aufgrund des recht niedrigen Schadens und der langsamen Kugelgeschwindigkeit leider nicht so effektiv. Um die Waffe möglichst effektiv zu spielen, ist natürlich auch die Ausrüstung nicht ganz unentscheidend. Deswegen empfehle ich euch einfach mal meine Ausrüstung, die ich gerne spiele. Mit dabei ist also dann ein Rotpunktvisier. Ich nehme gerne das Coyote oder Cobra-Visier mit.
Dann gibt es noch die Zielerkennung, die ich gerne dabei habe, denn ansonsten gibt es nicht so viel anderes Sinnvolles meiner Meinung nach und außerdem erspart man sich so lästiges Spotten, man muss nicht mehr dran denken und meistens sieht man sogar noch viel mehr, als man hätte selber spotten können. Auf dem Lauf ist dann, naja, eigentlich gar nichts bei mir, zumindest habe ich sehr viel ohne irgendwelchen Laufaufsatz gespielt. Wenn überhaupt, dann nehme ich gerne mal den schweren Lauf. Gerade für Konsolenspieler würde allerdings bei dieser Waffe vielleicht noch der Kompensator gut passen. Der ist zumindest ganz nützlich, wenn man den horizontalen Rückstoß verringern will und der ist ja bei der Ace 21 leider da. In Sachen der Griffe nehme ich jetzt gerne den Kurz- oder Rundgriff mit. Da ist man einfach auf der sicheren Seite, wenn man gerne mal in längeren Salven schießt, denn damit wird eben die maximale Streuung geringer gehalten und das ist auf jeden Fall nicht schlecht, es kann auf jeden Fall nicht schaden, würde ich sagen, sowas dabei zu haben. Alternativ gäbe es jetzt noch einen Griff, der das Hüftfeuer etwas genauer macht oder einen Griff, der den Rückstoß zumindest beim ersten Schuss etwas reduzieren kann, aber da das beides eigentlich bei der Waffe gar nicht so nötig ist, zumindest für die Art und Weise, wie ich gerne damit spiele, finde ich eben den Kurz- oder Rundgriff ganz gut. Die Ace 21 ist wirklich eine Waffe, die mir an sich sehr gut gefallen hat und deswegen kommen wir mal zum Fazit. Auf kurzen Distanzen würde ich sie mit 4 von 5 Punkten bewerten, sie ist auf jeden Fall zu gebrauchen, aber noch nicht ganz so stark wie Ike, Hafermast oder sogar Shotguns eben. Auf langen Distanzen gebe ich ihr nur 2 von 5 Punkten und das ist aufgrund der geringen Kugelgeschwindigkeit und der recht hohen Streuung und sogar dem etwas niedrigen Schaden auf langen Distanzen. Das macht es einfach sehr schwierig, überhaupt mal einen Gegner zu töten. Handling-technisch, also Rückstoß, Streuung, Nachladezeit und sowas zusammengefasst, da würde ich ihr 3 von 5 Punkte geben. Es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes dabei, aber es könnte deutlich besser sein. Der Schaden, also zum Beispiel die Time to Kill oder die Schusskadenz, da würde ich ihr zusammengerechnet 3 von 5 Punkten geben. Wenn ihr das Video bewerten wollt, dann geht das leider nicht in Punkten. Das Punktesystem oder Sternchensystem oder was auch immer das mal war, das gibt's ja leider nicht mehr. Ansonsten war es das aber auch wirklich schon erstmal für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich etwas aus der Übung war, weil ich schon länger keinen Waffenguide mehr gemacht habe, aber ich versuche demnächst mal wieder ein paar zu bringen und dann komme ich ja hoffentlich wieder rein. Wenn ihr nochmal in ein neues Spiel reinkommen wollt und das Spiel zufälligerweise noch kaufen müsst, dann könnt ihr ja auch mal bei G2A vorbeischauen. Meinen Reflink und meinen Rabattcode findet ihr dazu in der Beschreibung oder auch unten im Bildschirm zu lesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.